Moin Moin Kines und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Aber es ist ein bisschen Zeit vergangen, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. In der Zwischenzeit habe ich ein wenig den Multiplayer gemacht. Gucken wir mal kurz hier rauf. Wie ihr seht, habe ich eine Bereitschaftswertung von 69%. Ich bin dafür durch die Hölle gegangen, so viel möchte ich nur mal sagen. Weil es erstmal halt nicht besonders einfach ist, Leute halt zum Multiplayer-Spielen zu finden. Und meistens sind das halt Leute, die ziemlich gut in diesen Games sind. Das heißt, dass sie Multiplayer da meistens so auf Gold oder Platin spielen, obwohl ich das relativ selten mache und dementsprechend eher so Bronzerang hätte. Das wäre da tatsächlich unschön. Ich rede natürlich nochmal mit Joker. Aber jetzt geht's ins Lächte. Letztens. Und wieder hochfahren. Jetzt geht's ins letzte Gefecht. Na, Mensch, auf der Erde. Gegan, der Rippers. Hat du was zu sagen? Okay, hier ist noch einer aus der Zeit der Rachni-Kriege. Ein Kroganer und ein Salarianer landen für eine streng geheime Mission auf einem Rachni-Planeten. Unwahrscheinlich. Salarianer haben nur selten direkt an Operationen auf Planeten unter Kontrolle der Rachni teilgenommen. Darum geht's nicht. Die zwei klettern also einen Hügel rauf, müssen dabei durch diesen ekelhaften grünen Nebel. Und als sie fast oben sind, lichtet sich der Nebel und der Salarianer sieht Tausende von Rachni. Er sieht zu dem Kroganer rüber und sagt: Also, das macht mich jetzt nervös. Der Kroganer sagt: Das macht Sie nervös? Wenn das hier vorbei ist, bin ich auf dem Weg zurück durch den Nebel ganz allein. Er deutet damit an, dass der salarianische Soldat dann tot ist. Genau. Danke für die Demontage eines 2000 Jahre alten Witzes. Dieser Witz bedient rassistische Klischees auf beiden Seiten. Der Kroganer ist ein grober, gefühlloser Klotz und der Salarianer ein Schwächling. Es waren genau solche Klischees, die zur Entwicklung und Freisetzung der Genophage geführt haben. Stimmt. Es ist aber auch einer der wenigen Witze, die sowohl Salarianer als auch Kroganer bis heute erzählen. Es geht beim Humor nicht darum, nett zu sein. Es kommen dadurch auch die hässlichen Dinge ans Licht, die die Leute wirklich denken. Okay. Das war ziemlich witzig. Oder auch nicht. Okay, gönn dir. Ein leeres Glas. Erinnern Sie sich an den ersten Flug nach Eden Prime, wo uns der Turianische Spectre beobachtet hat? Oh ja. Nihilus. Genau, da habe ich gesagt, diese Mission wird größer als erwartet. Eine Vorhersage, die sich als zutreffend erwiesen hat. Und jetzt fliegen wir zurück zur Erde. Wird diese Mission denn auch größer als erwartet? Hoffentlich nicht. Ein hübscher kleiner Routinejob wäre mir lieber. Es war mir eine Ehre, Commander. Mir auch, Joker. Ich weiß nicht, wie es enden wird, aber in jedem Fall. Was soll das heißen, in jedem Fall? Jeder weiß doch, was passieren wird. Sie treten den Reapern in den Arsch, so wie immer. Und ich fliege sie lässig mitten rein. Das hört sich sehr gut an, finde ich, ne? Sehr, sehr schön. Na, ich wollte deshalb die 4000 Punkte. Ich habe ja schon mal erzählt, dass die 5000 Punkte das Ultimum sind. Damit habt ihr auf jeden Fall richtig gute Karten für das perfekte Ende, Neue aber. Nachrichten, Commander. Dankeschön. Aber auch mit 4000 Punkten könnt ihr, je nachdem, wenn ihr es richtig macht, auch ein gutes, noch am Leben. Grace Sator. Ich wollte nur sagen, dass ich die nicht mehr singe. Nach unserer Tortur bei der Sicherung der Basis auf Onteron weiß ich nun, dass ich mehr zu bieten habe als bloßes technisches Fachwissen. Ach so, die, ja, gerne doch. Ja, gerne doch, mein Kind. Gut, ich will jetzt nicht weiter rumschwafeln. Machen wir es uns gemütlich im Schiff auf dem Weg in. Ja. Oder zu einer Mission, die alles verändern wird. Ich habe gerade so ein bisschen. Okay, ich wollte zwar keinen Treibstoff kaufen, aber auch gut. Ich habe gerade so ein bisschen gemischte Gefühle. Einerseits weiß ich, dass so richtig so schwieriger Shit noch vor uns ist. Das andere ist, Flotten zur Erde beordern. Dann mal los. Und andererseits bin ich noch ein bisschen aufgepumpt von den Multiplayer-Spielen gerade, deswegen habt Nachsicht mit mir. Commander, Prioritätsmeldung für Sie von Admiral Hackett. Er will an Bord kommen. Erlaubnis erteilt.
Jawohl, Commander. Commander? Admiral? Sind Sie bereit, die Mächte der Galaxie über den Reapern zu entfesseln? Jawohl, Sir. Dann machen wir die Flotten bereit. Alle Flotten machen Meldung, Sir. Noch nie sind so viele zusammengekommen. Aus allen Ecken der Galaxie. Aber wir hatten auch noch nie einen Feind wie diesen. Die Reaper zeigen keine Gnade. Und wir werden es ihnen gleich tun. Sie terrorisieren unsere Völker. Wir müssen diesem Terror entgegentreten. Sie setzen nach, bis unsere letzte Stadt fällt. Aber wir werden nicht fallen. Wir werden siegen. Jeder von uns wird sich in der kommenden Schlacht beweisen. Nicht nachlassen. Stärke zeigen. Gemeinsam. Hackett, Ende. Shepard, die Schwertflotten sind bereit zum Angriff auf die Reaper rund um die Erde. Sie beschäftigen den Feind und Sie nehmen mit den Hammerbodentruppen London ein. London? Warum gehen wir nicht direkt gegen die Citadel vor? Das kann Ihnen Anderson sagen. Admiral, wie sieht's bei Ihnen aus? Wir sind bereit, das zu beenden. Aber wie Sie sehen, ist die Station dicht, seit er über London aufgetaucht ist. Verdammt! Die Arme müssen offen sein, um den Tigel anzudocken. Ganz genau. Aber London ist umringt von Hades-Kanonen. Solange sie aktiv sind, können die Hammertransporter nicht landen. Sie führen eine Staffel kleinerer Shuttles an. Infiltration mit einem Bodenteam und dann schwere Waffen gegen die Kanonen. Hammer kann landen und wir richten eine vorgeschobene Operationsbasis ein. Ich sehe immer noch nicht, wie wir von London aus zur Citadel kommen. Die Reaper transportieren mit diesem Strahl lebende und tote Menschen zur Citadel. Von der VOB aus startet Hammer einen Frontalangriff auf den Citadel-Strahl. Jedes Team, das es soweit schafft, nimmt den Strahl zur Citadel und versucht, die Steuerung der Citadel-Arme zu finden und zu aktivieren. Sobald wir die Arme sehen, eskortieren Abschirmflotten den Tigel zur Citadel. Entscheidend ist das Timing. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um den Tigel lange zu schützen. Nichts ist einfach. Warum sollte das plötzlich anders sein? Ein Wahnsinn. Ich will unsere Chancen gar nicht wissen. Aber... Aber es gibt keinen anderen Plan. Wenn wir warten, bluten uns die Reaper aus. Konventionell können wir sie ohne Tigel nicht besiegen. Öffnen Sie die Arme, Commander. Um jeden Preis. Wir machen den Rest. Jawohl, Sir. Viel Glück für uns alle. Jetzt wird spannend. Wen nehmen wir mit? Ja, wie gesagt, Garrus sowieso immer. Es ist schwierig. Also Edie und James, meh. Kaiden oder Liara? Komm, Liara. Du darfst. Okay, mein Menü sieht schon wieder richtig gut aus. Ist aber egal, ich habe ja die guten Waffen alle bei mir. Wie sieht es eigentlich bei euch aus mit Waffen? Genau, ich glaube, euch hatte ich auch soweit gute Waffen gegeben. Ja, dann war ja da 14 Punkte. Ich sollte mir jetzt für was entscheiden. Sabotage? Ich weiß nicht, ob gegen synthetische Wesen werden wir jetzt nicht mehr kämpfen. Probieren wir es mal damit. Verbrennung. Vielleicht werde ich sogar einsetzen. Mal gucken. Schadenverdrang um 30%. Wirkungsradius um 2 Meter. Das finde ich eigentlich besser.
15. Aufladetempo von Verbrennung. Nö, nö. Das ist schon. Ja gut, so viele Punkte hatte ich dann doch nicht mehr. Aber ich würde sagen, das reicht. Wie sieht's denn bei euch aus? So. Und los geht's. In die finale Schlacht, möchte ich sagen. Nähern uns Soulportal, Commander. In 30 Sekunden sind wir durch das Portal. Allianzflotte. Meldung der Turianer. Meldung der Asari-Flotten. Alle Gasschiffe gemeldet. Die Gas erwarten ihren Befehl. Meldung der Gasflotte. Alle Flotten machen Meldung, Commander. Bereit für ihren Befehl zum Angriff. Commander! Vorsichtig da unten. Wird schon. Bleiben Sie wachsam. Zu Befehl. Zurück. Ich nehme Sie beim Wort. Norman, die Ende. Wir nähern uns der LZ, Commander. Wie sieht's aus?
Es ist die Hölle. Sehen Sie selbst. Tut mir leid. Ich weiß, wie Sie sich fühlen. Ich erkenne Sie kaum wieder. Scheiße! Anvisiert! Festhalten! Verdammt! Status. Das war der Trupp, der das Verteidigungsgeschütz ausschalten sollte. Wer ist jetzt dran? Niemand in der Umgebung. Alle im Einsatz oder abgeschossen. Absetzen. Ma'am? Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Verstanden. Planänderung, Leute. Wir werden diese Hades-Kanone ausschalten. Wie machen wir das? Das abgestürzte Shuttle hatte bestimmt schwere Waffen an Bord. Perfekt. Sie haben's gehört. Wir begeben uns sofort zu dem abgestürzten Shuttle. Wir durchsuchen das Wrack nach schweren Waffen. Direkt hinter Ihnen, Shepard. Oh yeah, jetzt geht's wieder ab hier. Hm? Jetzt! Los, los! Verdammt, ich kann hier nicht bleiben, Ma'am. Hauen Sie ab und holen Sie uns erst, wenn wir das Geschütz ausgeschaltet haben. Verstanden. Cortez, Ende. Also gut, dann weiter. Alter, bei diesem Gewackel ist das ja richtig der Spaß. Ja, genau. Hab ich dich. So, sonst noch mehr? Ja. Yeah. Gönnt euch mein Geschütz. Wow. Alter Schwede, wo denn? Boah. Da. Gut. Noch so einer. Das muss doch machbar sein. Da ist auch noch ein Marodeur. Hier kannst du mal da drunter springen. Alter, ey. Das ist hier aber auch wieder der letzte Shit, sag ich nur. Da bist du. Ich denke, es ist Zeit für Präzision. Na super. Alter, das ist doch nicht dein Ernst, ne? Wir müssen diese anderen Ficker wegmachen, bevor der Rohling hier ist. Leck mich doch am Arsch, ey. Dieses Gewackeln nervt ja überhaupt nicht, ey. Was? Nö. Nee, 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 du. Das lass mal schön bleiben. Zieh uns mal ein bisschen zurück. Sehr gut, der ist tot. Das hört auch nicht auf, ne? Naja, warum sollte es auch?
Warum sollte es auch? Ich dachte, ich hätte hier mal eine Gelegenheit, mal die Folge zu beenden, aber ich glaube, das wird erstmal nichts. Weil die Cutscenes wieder so super lang waren, ne? Aber gut, es muss ja auch Stimmung geschaffen werden. Hallo! Oh, No-Scope? No-Scope. No-Scope, Digga. Gut. Ich kann aber trotzdem nicht speichern. Ich kann nicht speichern, das ist doch der Shit einfach mal. Na gut. Dann machen wir mal weiter, damit diese Folge eben ein bisschen länger. Zwei Geschütze erledigt. Aber wir können immer noch nicht landen. Ach so, da kommen die her. Na gut. Na gut. Alter Schwede, ey, das ist einfach nur nervig. So. Schnell, bevor das Zittern wieder losgeht. So, können wir? Jetzt kann ich speichern. Sehr gut. Dann machen wir hier mal einen Cut. Und schauen wir mal in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Ich kann euch eins schon mal sagen, es wird kein Spaß, es wird hart. Aber dafür sind wir schließlich auch Shepard, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Let's Play Mass Effect 3. Auf Wiedersehen!